Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Withstand Survival, liebe Leute. Jo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen heute mal einen kleinen Kochkurs. Einen Kochkurs für Survivaler. Und zwar steht ja hier, hoch, falscher Knopf, in den Quests. Cook Roasted Potatoes, Cook Roasted Meat, Cook Toast. Probieren wir mal aus. Meat müssten wir doch einstecken haben, genau. Kartoffeln haben wir, glaube ich, nicht einstecken. So, Toast. Haben wir auch. Und jetzt holen wir mal noch schnell Kartoffeln. Oder haben wir welche einstecken? Ne, haben wir nicht. So. Cool, da haben wir die Quest dann auch gleich abgeschlossen. Geht vorwärts, Leute. Geht echt vorwärts. Aufnahme läuft auch. Super. Ich guck mal. Wie gesagt, ich muss hier mal unbedingt Ordnung reinbringen. Nimm mal das Rohrmeat hier mit. Oh, Potatoes, da haben wir sie doch. Also ich werde mal noch eine Storage Box bauen und dann wirklich mal eine für Essen, eine für Materialien. Halt, falscher. Hier musste hin. Genau. So, Toast hatten wir, ne? Wir machen mal noch das Roasted Meat komplett. So. Und da. Bringt sogar XP. Ach so, weil wir die Quest abgeschlossen haben. Alles klar. Cool, wir haben auch gerade Hunger. Da hauen wir uns mal so ein Fleisch rein. Ah, da geht hier es übelst hoch. Alles klar. Ja, das ist geil. Das ist richtig geil. So, Leute. Okay, haben wir erledigt. Was ist der nächste Schritt im Quest-Log? Craft Shovel haben wir. Plant Carrots. Oh, da müssen wir mal gucken. Also die anderen zwei Punkte hatten wir schon, ne? Build Greenhouse haben wir ja schon gemacht. Und Karotten. Müssen wir mal gucken, ob wir Karottensamen irgendwo haben. Das wäre natürlich nice, wenn wir gleich welche da hätten. Ansonsten müssen wir jetzt uns auf Loot-Runde machen. So, hier hatte ich, glaube ich, ein paar Samen reingeschmissen. Planting Pot nehmen wir mal mit raus. Hier ist einmal rote Beete, Gartensäule, Beetseeds, aber Cabbage Seeds, keine Karotten. Ah, das ist schlecht, Leute. Nee, dann müssen wir tatsächlich uns auf die Suche machen. Aber wir hauen mal hier noch zwei Pflanztöpfe hin. Hier ist übrigens nochmal rote Beete. Zack, zack. Ah ja. Tja, wir brauchen Carrot Seeds. Haben wir denn genug Geld vielleicht? Wir gucken mal kurz rein. Drei. Ne, das reicht glaube ich nicht. Für das Ding kommen wir ja eigentlich von hinten auch rein. Ne, leider nicht. Ja, das ist ja doof. Da müssen wir uns jetzt tatsächlich auf die Suche nach Karottensamen machen, Leute. Aber vielleicht finden wir ja auch welche. Hier? Ne. Not enough money. Schade. Schade, Leute. Okay, dann speichern wir hier nochmal ab. Und setzen uns jetzt ins Auto. Essen und Trinken haben wir. Benzin müssten wir auch noch genug haben. Wartet mal, ich hau mal noch den ganzen Pfeffer hier zurück. Ist hier noch Platz? 59, genau. Dann das Wire hier mit rein. Das ganze Essenszeug lassen wir jetzt mal hier drin. Zack, ist die Kiste voll. Und dann haben wir hier, wenn hier noch Platz ist, ja, hier ist noch Platz, das andere Zeug rein, zum Beispiel Ditte. Ah, dann wird's, nee, dann ist es schon voll. Ist doof. Müssen wir uns mal noch eine Storage Box bauen. So, auf geht's, Leute. Benzin haben wir, glaube ich, im Auto. Huch, was ist hier los? Ich würde mal auf dieses... Aber wo fahren wir da hin am besten? Das ist eine gute Frage. Am besten da, wo wir noch gar nicht waren. Stimmt, hier brauchte man ja irgendwas für die Leiter. Ich weiß nicht mehr was. In der letzten Folge, wisst ihr noch? Was haben wir hier noch? Hm. Das ist schwierig. Old Village. Lass mal zu dem Old Village fahren. Kann man ja Wegpunkt setzen, genau. Lass mal dorthin noch mal fahren. Mal schauen.
vielleicht haben wir ja Glück und finden dort die Karottensamen, die besagten. Obwohl, wartet mal. Wenn ich mir diese Quests hier... Warte mal, Farming Show on Map. Naja, da zeigt er mir das, wo ich jetzt bin, ne? Hm. Hätte ja sein können, dass er vielleicht zufällig irgendwie die Karottensamen noch mit anzeigt. Aber dem ist leider nicht so. So, dann einmal hier querfeld ein, Leute. Wow. Hat es den Jeep fast ausgehoben. Ja, das ist noch eine wackelige Angelegenheit hier. So, dann looten wir hier mal alles durch. Vielleicht haben wir ja Glück. Hier regnet es übrigens immer an der Stelle. Und hier sind Zombies. Oh, da ist noch ein Zombie. Das sind ja überall Zombies. Aber die Zombies kann man ja im Prinzip auch looten. Metal Parts. Wow! Du Blödmann! Mach ich mir mal so ein zum Toast. Was macht das? Ne, es hat keine Gesundheit gebracht. Aber nicht schlimm. So, was haben wir hier? Pillen. Wir brauchen Samen, Leute. Wir brauchen Samen. Wartet mal, ich nehme mal die Schrotflinte, falls da wieder so ein Zombie uns in die Quere kommt. Metal nehmen wir natürlich immer mit. Was nicht. Bier. Der lootet halt automatisch, wenn man wieder aus dem Ding rausgeht. Oh, die ist gut, die Knarre. Die ist gut gegen Zombies. Ja, hier sind ja so eine Art Gewächshäuser, aber hier gibt es keine Karottensamen wahrscheinlich, ne? Schade. Das hier eigentlich sieht aus wie eine alte Couch, aber ist nur ein Stück Mauer. Eine Eckcouch. So, Leute. So, wieder aber so Booster. Nicht. Das war kein Erfolg. Aber wir gucken einmal auf der Karte. Vielleicht gibt es ja hier auch sowas wie eine. Na, ja, sowas wie ein Landwirtschaftsbetrieb oder so. Wisst ihr, was ich meine? Wo man halt direkt so Samen looten könnte. Hier sieht es schlecht aus, Leute. Ist leer. Oh, Benzinkanister. Nehmen wir mit. Das Auto muss eh getankt werden. Da ist wieder ein Zombie. Also Gartenerde und Blumentöpfe und so gibt es hier genug, ne? Wir nehmen mal die Gartenerde mit. Aber leider keine Samen. Mäh. Das ist schlecht, Leute. Wir können es uns leider auch nicht kaufen. Alter. Der war aber schnell. Du auch noch? Die sind aber anstrengend. Ich sehe auch gerade, wir haben dann langsam auch ein Munitionsproblem, ne? Wenn das hier so weitergeht. Erstmal einen Verband nehmen. Und wir müssen was trinken. So. Und noch einen Schluck. Gut, sind wir wieder aufgestellt. Pistole. Ne, die will ich nicht. Hau die mal wieder raus, bitte. Wie geht das mit R? Munition, sehr gut. Munition nehmen wir. Ach, schon wieder rote Beete. Keine Karotten. Geiziges Spiel. Und hier ist das so eine Art Gewächshaus, ne?
Achso, die kann man ja auch looten. Hast du Karottensamen? Nee. Blöd, Mann. Alter, die sind aber manchmal schnell. Ist schon immer so? Oder sind das verschiedene Zombies, Leute? Also ich finde hier nicht das, was ich brauche. Das, die Hütte hier ist, glaube ich, zu. Blockt. Ich habe gesehen, man kann sich ja auch einen Dietrich bauen. Vielleicht müssen wir das mal machen. So, das nimmst du mit. Sonst hier irgendeine Kiste? Nö. Haben wir noch einen Benzinkanister, das ist sehr gut. Es sieht schlecht aus, Leute. Keine Karottensamen. Ja, alles Mögliche, aber Inventory ist voll. Wartet mal. Wir haben ja noch einen Rucksack. Da können wir ja mal ein bisschen Zeug reintun. Das Meat zum Beispiel. Toast. Und die Potatoes und das Bier haben wir auch einen ganzen Stack voll. Die Metal Pipe eigentlich auch. Noch mehr Potatoes. Was ist hier los? Achso, das waren die rohen. Alles klar. Empty Bottle haben wir auch raus. So. Take all. Es waren alle Samen dabei, nur nicht die, die wir brauchen. Verdammter Dachsbau, Leute. Das ist doch zum Heulen. Ah, dort ist auch noch so eine Hütte, da können wir mal gucken. Vielleicht haben wir ja dort Glück. Ah, hier. Sehr gut, haben wir wieder ein bisschen Muni für die Schrotflinte. Schön, schön. Tja, Leute. Müssen wir halt weitersuchen. Ach ja, jetzt sind wir ja fast wieder ganz am Anfang. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir hier kein Glück haben mit Karottensamen, können wir die Quest einmal nicht abschließen. Blumentopf, Erde, Metal, nichts. Scheiße, Leute. Was machen wir denn da? Vor allem auch kein Geld. Wir könnten Folgendes probieren. Wir gucken erstmal auf die Karte. Lass mal auf die Karte gucken. Gas Station, Factory, Barnes, okay. Ruin, Gefängnis, oh. Old Manson, Detective's Office, Garage, Gas Station, Warehouse Area. Das klingt doch eigentlich gut. Dann müssen wir bis dorthin. Warehouse Bunker, okay. Und hier ist eine Farm, tatsächlich. Aber wir sind da eigentlich auch auf einer Farm, ja, ja. Hm. Genau, was mir noch einfällt. In der letzten Folge waren doch auf der Straße solche Banditen. Ich habe mal offscreen noch ein bisschen auf dem Rückweg quasi zu unserem Zuhause geschaut und habe die abgeknallt und die hatten tatsächlich Geld. Wenn wir da nochmal irgendwie zwei von denen erwischen. Wir brauchen ja nur noch zweimal Ingame-Währung, dann könnten wir uns quasi Karottensamen kaufen. Dann könnten wir die Quests abschließen. Ich will das halt auch so peu à peu machen, nicht durcheinander. Aber geil mit dem Nebel, jetzt ein bisschen wie bei Mist Survival. So, unser Auto steht doch theoretisch hier hinter dem Berg. Da steht's. Super. Naja, schade, keine Karottensamen. Wir probieren das mal mit den Banditen. Achso, wartet mal ganz kurz. So, Refuel. Ja, ist mal wieder voll getankt. Und dann versuchen wir jetzt mal die Banditen klar zu machen. In der Hoffnung, dass wir jetzt durch die irgendwie an Geld kommen. Ich
Ich meine, gut, wir können hier auch noch mal looten. Halt, wo bist denn du jetzt ausgestiegen? Ja, auf die Dinger müssen wir aufpassen, ne? So. Waterbottle, ja, take all. Nicht. Pepper, naja. Warum nicht? Immer die falschen Samen, Leute. Inventory ist schon wieder voll. Machen wir nochmal einen Rucksack. Haben wir ja noch ein paar Plätze. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Machen wir das ganze Metal da rein. Springs, Wasser. Ja, dann wird es aber auch langsam voll. So. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Close. Jetzt lassen wir mal. Ich will mich jetzt nicht sinnlos zumüllen. Ja, den Zettel kennen wir ja schon. Hier haben wir nichts. Hier ist noch eine Küche. Vielleicht haben wir ja Glück. Oh, Meat. Hm. Fabric. Gears. Oh, geil. Ich glaube, die Gears, die werden später noch mal wichtig. Brot und Pillen. Meine Fresse. Geiziges Spiel, du. So. Use. Können wir gleich mal alle Wasserflaschen voll machen. Hier ist nichts. Dann haben wir noch mehr Wasser, okay. Aber nicht das, was wir brauchen. Whisky. Hier gibt es halt auch irgendwie keinen Trader, ne? Wo man jetzt zum Beispiel so ein Zeug wie Whisky haben wir ja en masse. Dass man das mal irgendwo eintauschen könnte. Ne, dem ist nicht so. Ist schlecht, Leute. Okay, wir probieren es auf dem Weg mit den Banditen. Irgendwie Gegner. Au. Ja, das waren die Türme. Aber da können wir gleich mal ein bisschen Zeug verballern. Wird's Inventar wieder leer. Ein bisschen zumindest. So. Auf geht's. So, hier speichern wir gleich noch mal ab. Genau, hier war das. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mission so lange jetzt sich zieht. Aber naja, kann man jetzt halt nicht ändern. So. Save Game. Zack. Und los geht's. Hoffentlich haben die Geld einstecken. Wir brauchen ja nur zwei. Zweimal Geld. Wie sagt man eigentlich immer? Ich sage immer Ingame-Währung. Dollar. Mark. So, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwo hier vorne kamen die. Irgendwo hier kamen die doch. War das nicht hier? Ah, doch, dort steht doch einer, oder? Nee, steht keiner. Hat getäuscht. Fahren wir mal noch ein Stückchen. Ah, vielleicht sind die auch nicht immer da, ne? Es kann natürlich sein. Ah, hier sind sie. Hier sind sie doch, die Brüder. So, Sniper ran. Oh, wir haben nur noch 5 Schuss für die Sniper. Das ist schlecht. Die stecken nämlich komischerweise ein bisschen mehr ein als die normalen Soldaten. Die Typen.
Hä, bin ich jetzt in die falsche Richtung gelatscht? Ja, ja, klar, Beutel, bist du in die falsche Richtung gelatscht. Meine Fresse. Ja, der steigt halt immer so komisch aus. Ich bin das anders gewohnt. So, da ist doch einer. So. Ah, und auch noch daneben. Okay, den haben wir mit einem Schuss erledigt. Der hat uns schon im Visier. Ist hier sonst noch einer? So, wo ist denn der Typ jetzt? Hat sich versteckt. Da ist er. Okay, der ist auch weg. Bleib mal kurz stehen. Und jetzt haben wir 0 Schuss. Das bedeutet, wir müssen mal kurz auf die Knarre wechseln. Hoffentlich haben wir Glück und die Kunden haben Kohle einstecken. Das wäre geil. Ja! Einmal? Komm, noch einmal brauchen wir jetzt nur. So, wo sind denn die jetzt? Das war der eine. Waren die so weit weg, ja? Was? Ja, wir haben es, Leute. Die scheiß Metal Pipe kannst du behalten. Okay. Der war schön buggy. Es waren doch aber jetzt 4. Cool. Okay, das Geld haben wir zusammen. Wo ist denn der vierte? Ja, ihr seht da, die NPCs sind ziemlich blöd noch programmiert, ne? Das hatte ich ja gesagt. Okay, Rivel Bullets. Haben wir langsam genug. Cool, dann fahren wir jetzt mal zurück, kaufen uns die Karottensamen und schließen wenigstens noch die Quest ab. Die Zeit verrennt auch schon wieder. Wahnsinn. Verrennt. Ihr wisst schon. Die Zeit rennt. Und in der nächsten Folge wollte ich mir eigentlich auch nochmal angucken, wie man die Leiter dort baut. Aber ich glaube, da braucht man eigentlich nur Bretter. Vielleicht kriegen wir es doch noch in der Folge hin. Wir gucken mal. Vielleicht ist ja dort irgendwas Geiles oben. So. Ja, super, hat doch geklappt. Also wir wissen jetzt, dass wir durch Banditen an Geld kommen. Was immer ein bisschen problematisch ist, weil die... Na gut, die ging jetzt relativ schnell down, aber als ich es offscreen probiert habe, brauchten die einige Schuss mehr. Und die droppen halt nur jeweils ein so ein Geld. Das ist ein bisschen wenig. So, da vorne rechts ist unser Zuhause. Super, Leute, super. Und dann bauen wir uns mal Karotten an. Uiuiuiui. Ja, das Fahrverhalten von der Karre ist echt merkwürdig manchmal. So. Zack. Achso. Tank gleich mal nach. Haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Speichern vorher. Oh, da kam irgendein Ellert. ja, es war wahrscheinlich so merkwürdig. Ich habe die Alerts hier gar nicht offen. Naja, passiert. Ach ja, Mensch, wir wollten uns ja die Samen kaufen erstmal. So, Leute, bin ich gespannt. Jetzt dürfen wir uns ja nicht die falschen kaufen. Karottensamen. Zack. Und das hat jetzt nur einmal Karottensamen gebracht. Also nicht mal 5 oder so, sondern echt nur einmal. Krass. So, auf geht's. Not enough resources. Ach so, weil ich die Blumenerde. Wartet mal, wir müssen mal kurz. Ist die mal hier alle auf? Und dann kannst du hier die Blumenerde. Da ist er. Wollte schon sagen. Mensch, hab dich doch nicht so. Okay.
Was haben wir hier noch so? Machen wir noch cool. Jetzt haben wir die Quest abgeschlossen. Und Driving. Ah, okay, das ist dann das nächste Ding. Dann müssen wir zur Tankstelle. Wir gucken mal ganz kurz auf die Map. Die wäre dann hier oben. Ja, cool. Dann nehmen wir alle leeren Kanister mit. Und refillen die. Wir gucken mal, ob hier noch irgendwo... Hier sind keine dabei. Wie sieht es hier aus? Empty. Ach ja, und Holzbretter brauchten wir doch. Haben wir hier noch irgendwo welche? Nee. Ja, schade. Ja, dann gucken wir uns das in der nächsten Folge an. Dann nehme ich noch die Holzbretter mit, bauen wir noch die Leiter schnell. Ich bereite mal zur nächsten Folge auch noch eine Storage Box vor, so machen wir das. Und dann fahren wir zur Tankstelle. Cool, das wird super. Ich freue mich. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit reinschaltet. Bis dahin, ciao, ciao.